Sie ist einmal ein alter Esel im Stall gelegen und hat gerade wollen einschlafen. Da hört er den Meister vor der Stalltür zu seiner Frau sagen: Du, Mari, mit unserem Grauen ist nicht mehr viel los. Er wird alt. Heute hat er mir sogar einen Sack gehauen lassen. Ja, und fressen tut er gleich. Morgen tun ihn meine Töden und kaufen mir einen neuen Esel. Aber wo in der Mühle alles geschlafen hat, ist der Esel leslich zum Stall aus und traurig in die Nacht hineingezottelt. Jetzt, nach einem Weile, kommt ihm ein Jagdhund entgegen zu springen. Die Zunge ist ihm fast bis am Boden abgeklampet. Der Esel bleibt stumm und fragt: Hey, 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 wo brennt's? Woher pressierst du so? Ja, weisst, ich hab angefangen, ein bisschen alt und stabig. Und jetzt ist mir auf der Jagd ein Hase verdwitscht. Und da war mein Herr so vertäubt, dass er mich gerade zu Tod schlagen wollte. Da bin ich vorgesprungen. Aber mit was soll ich jetzt mein Brot verdienen? In meinem Alter. Musst nicht heulen, sagt der Esel. Weisst du was? Wir gehen miteinander auf Bremen. Dort suchen sie Leute bei der Stadtmusik. Die können dort ganz sicher so einen braven alten Esel brauchen. Ich tue Laute spielen und du kannst pauken. Das ist ganz leicht. Dem Hund war es recht und so sind die zwei miteinander weitergezottelt. Und nach einer Weile sehen sie ein grosses, geschecktes Büsi auf einem Gartenpfahl hocken. Was ist auch dir übers Leberli gekrochen? Fragt der Esel. Du machst schon bei Gostes Gesicht wie 7 Tage Regenwetter.